Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Ghost Game Folge 41, Clown. Jetzt mal ehrlich, wer hat bei dem Titel nicht an Piedmon gedacht? Denn wie viele Digimon gibt es schon, die wie ein Clown aussehen? Nun ja, ich meine, für sich war die Folge eigentlich okay. Denn ja, es war wieder nur eine Folge, die für sich stand und für die Zielgruppe, so 6 bis 10, war es schon wirklich ziemlich düster und wohl auch gruselig. Denn immerhin ging es darum, dass um 23 Uhr ausgewählte Kinder eben abends in den Zirkus eingeladen wurden und wenn sie versucht hatten abzuhauen, dann wurden sie gefressen. So, sie mussten über ein Seil gehen und wenn sie das nicht geschafft haben, dann wurden sie in eine Karte verwandelt, aber auch wenn sie es geschafft hatten, dann wurden sie auch in eine Karte verwandelt. Nur war es halt so, wenn sie es geschafft haben, waren sie wohl eine höhere und wenn sie es nicht geschafft haben, waren sie halt eine niedrigere. Denn Piedmon konnte Kinder bzw. Menschen in Karten verwandeln. Eigentlich kann es das laut Profil nicht, aber gut, okay, ich meine, es passt irgendwie zu ihm. In Adventure konnte er ja immerhin die Kinder und die Digimon auch in Schlüsselanhänger verwandeln. So, Ruli war natürlich mit Hiro in dem Zirkus, ja, Kiyoshiro war nicht dabei, denn ihnen ist dieses Forum so wichtig, dass er halt keinen Bock hatte. Ich finde es irgendwie ein bisschen billig, wie er aus den Folgen herausgeschrieben wird, aber gut. Naja, Ruli hat sich dann so eine Karte genommen, aber es war dann halt so, dass die Digimon Ruli ignoriert hatten und dann Angoramon mitgenommen haben, weil... egal. Und er wurde dann auch in ein Angora-Kaninchen verwandelt. Sah nicht wirklich niedlich aus, aber naja, egal. Gut, okay, Flame Wizardmon und Turbo Catmon hatten dafür ihren ersten Anime-Auftritt, allerdings war der auch ziemlich kurz. Also sie hatten ein paar Sätze und das war's. So, und natürlich sind dann Ruli und Hiro dahin gekommen. Ich frag mich, wie Ruli so schnell Erdramon irgendwie finden und kontaktieren konnte und so, aber naja, egal. Ja, und dann waren sie halt da und natürlich gab es wieder Betelgammamon und der hat dann natürlich erst gegen Flame Wizardmon gekämpft und auch gegen Lynxmon und ich muss sagen, im Ernst, ich meine, es war halt, also... Rulis Moment war cool. Ich meine, sie wollte Angoramon retten, also hat sie sich auf das Kartenspiel mit Piedmon eingelassen. Ja, jeder von ihnen hatte 6 Karten, jeder von ihnen sollte zufällig eine aufdecken und der die höhere hatte, der hat dann halt eine Runde gewonnen. So, wenn Piedmon eine höhere hatte, dann hat Betelgammamon natürlich ein Trumpfschwert abbekommen und wenn natürlich Ruli eine höhere hatte, dann hat eben einer von Piedmon, also von seinen Handlangern, ein Schwert abbekommen. Allerdings, was ich dabei nicht verstehe, ist, das sah schon sehr heftig aus und brutal. Das war Ruli und Hiro jetzt egal, dass die anderen Digimon damit hineingezogen wurden und dass sie Schmerzen hatten. Und ich find's auch irgendwie unlogisch. Piedmon ist ein Mega-Level. Und ich meine, der hat die dann getroffen und trotzdem sind diese Armor-Level, naja, nicht besiegt gewesen. Die haben kurz aufgeschrien, aber die waren nicht besiegt. Und Betelgammamon hat das auch weggesteckt, weil... ist so. Mhm. Naja, und... ich meine im Ernst, Betelgammamon ist auf dem Champion-Level, die anderen beiden Gegner waren auf dem Armor-Level. Gut, okay, je nachdem, ob es hier das Armor-Level gibt, vielleicht war es auch Champion, aber wie kann Betelgammamon mit seiner beschissenen einzigen Feuerattacke gegen 2 Flammen-Digimon gewinnen und überhaupt da dann, naja, eben im Vorteil sein? Vor allen Dingen, er hat 2 von den Trumpfschwerts abbekommen und trotzdem, ja, stört ihn das einfach nicht. Und die, also, es hat ihn halt wehgetan, aber das war egal. Und was soll ich sagen? Ich meine, ja gut, okay... Hiro, also, war jetzt nicht so im Fokus. Ruli hatte dann halt gewonnen. Mephismon fand das natürlich nicht so toll. Ich habe auch erst gedacht, dass da irgendwie mehr mit dem Viech wäre, aber nö. Es hat dann behauptet, dass Ruli halt irgendwie gelogen, also beziehungsweise geschummelt hätte und so. Das hat Angoramon nicht auf sich sitzen lassen. Er ist dann halt eben zu Lamormon digitiert. Ich verstehe immer noch nicht, warum im Untertitel Lamottmon steht und auch nicht im Referenzbuch, weil... naja, es spricht kein T, es sagt kein T, aber, und in den Schriftzeichen steht auch kein T, aber, naja, egal. Jedenfalls, ja, gut, okay, wir konnten das nochmal sehen, aber es gab keinen wirklichen Kampf, denn Piedmon hat ihn kurz in eine Karte verwandelt, hat seinen Untergebenen gerettet, hat sich dafür entschuldigt und, ja nun, ich sage mal so, Piedmon hat natürlich, bevor sie da gekämpft haben und so gesagt, was habt ihr denn für ein Problem? Es ist doch in den Welten nun mal so, dass die Starken eben bestimmen, wie die Schwachen leben. Und irgendwie hat er damit ja auch recht, gerade im Falle der Digimon, das stimmt ja schon. Ja, und deswegen sagt er dann am Ende auch, ja, Ruli, du bist jetzt stark, deswegen hast du jetzt das Sagen und so. Aber im Ernst, es ist ein Mega-Level. Und ich meine, ich frage mich sowieso, also unabhängig davon, dass die meisten Folgen für sich stehen und für sich gesehen sind sie vielleicht auch ganz nett, aber
Warum kommen diese ganzen Digimon denn eigentlich in die Welt der Menschen? Wie schaffen sie das eigentlich? Warum ist es so, dass die immer nur genau da sind, wo Hiro und Ruli sind oder Kiyoshiro? Und wieso bemerkt das kein anderer? Warum gibt es keine Nachrichten darüber? Nichts im Fernsehen, nichts in der Zeitung. Wieso wirkt diese ganze Welt einfach so, als ob es da nur 5 Personen gibt und als ob da nichts Modernes wäre oder so, außer diese Hologramme, von denen wir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht wirklich was mitbekommen? Und ich meine, selbst wenn so ein Mensch ein Digimon sieht, dann schreit er immer nur Monster, Monster und die glauben nicht, dass das Hologramme sein könnten, aber Gammamon wird ununterbrochen für ein Hologramm gehalten, natürlich, klar. Also man sollte schon meinen, dass diese Menschen irgendwie einen Unterschied zwischen einem Hologramm und einem echten Lebewesen sehen könnten, also feststellen könnten, weil ein Hologramm ja durchsichtig ist und Gammamon ist nicht durchsichtig, aber naja. Also es baut einfach nicht so wirklich irgendwas auf und es macht einfach irgendwie keinen Sinn. Ja, und dass Piedmon als Mega-Level dann am Ende sich da so entschuldigt hat, ich meine, ja gut, okay, er ist halt so ein Spieler gewesen. Irgendwie war es okay, Piedmon jetzt mal nicht so mega bösartig zu sehen, anders als jetzt zum Beispiel in Adventure oder so, okay. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen lächerlich. Was mir übrigens aufgefallen ist, und das fand ich gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, im originalen Bandai-Artbook ist das nämlich auch der Fall. Das ist so klein, ich konnte es nicht ganz erkennen. Aber man hat halt gesehen, dass er halt eine Pupille in dem Auge hatte und in dem anderen halt eben nicht. Und das war halt ganz nett. Also ich denke, ihr versteht, was ich wegen Piedmon so meine. Im Groben und Ganzen ist es halt gut, dass man Digimon, die man sonst in den meisten Medien, also in den anderen Anime-Serien oder auch in den Spielen immer nur so als böse sieht, da ist es schon ganz nett, wenn man dann auch mal eine andere Seite von denen sehen kann. Und das ist auch okay, ja? Aber wenn man dann wieder überlegt, dass es sich dabei trotzdem um ein Mega-Level-Digimon handelt, dann hätte man sich doch da doch ein bisschen mehr erhoffen können, ne? Ja, nun, was soll ich sagen? Aber jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu diesem Piedmon? Was sagt ihr zu der Folge an sich und dass Ruli so charakterstark war? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.